Hallo und herzlich willkommen zu vielleicht einem neuen Rubin-Kristall-Diamanten aus der Indie-Szene. Ich sag, wie es ist. Wir spielen heute Thronefall, wo wir einen kleinen süßen König spielen. Und das Game, finde ich, ist ein Mix aus Kingdom. Ihr kennt die Kingdom-Reihe, haben wir hier auch gespielt. Kingdom, New Lands, Two Crowns, gerade ist so eine 80s-Version rausgekommen. Da steuert man einen kleinen König, baut seine Burg auf, seine Siedlung und verteidigt gegen Wellen. Und auf der anderen Seite erinnert es mich an Bad North. Das ist ein Spiel, wo man in einer sehr ähnlichen Optik ebenfalls ja, Truppen befehligt, Truppen abwehrt. Wir starten einfach mal mit dem ersten Level. Es sieht fantastisch aus. Ich sag, wie es ist. Okay, wir können eine Startwaffe auswählen. Wir haben Perks irgendwann. Und Mutatoren. Gegner lassen weniger Gold fallen, aber du erhältst 20% mehr Punkte und XP, wenn du gewinnst. Okay, cool. Ja, alles klar. Let's go. Also, wir steuern unseren kleinen König mit WASD. Mit Shift können wir sprinten. Und der greift automatisch an. Einfach nur, wenn er in Reichweite ist. Ab und zu lassen die Münzen fallen. Ihr seht rechts unten die Truhe. Die geht dann auf. Und genauso wie in Kingdom brauchen wir natürlich Gold, um, oder Münzen, um Gebäude zu bauen. 3 Stück. Leertaste gedrückt halten. Naja, also das ist genauso wie Kingdoms. Kingdoms oder Kingdom? Kingdom. Das ist ein Burgzentrum. Wenn es zerstört wird, hast du verloren. Schütze es um jeden Preis. Das Burgzentrum kann später aufgewertet werden, aber im Moment hast du nicht genug Gold. So. Nachts greifen deine Feinde an. Halte die Leertaste oder bla gedrückt, um die Nacht zu starten. Ja. Und da sehen wir auch schon, von da kommen 5 Gegner. Gut, dann machen wir das. So, jetzt kommen die scheiß Barbaren, ja, wollen auf die Fresse. Aber ich habe einen Langbogen auf dem Pferd. Easy. Benutze die Leertaste, um deine aktive Fähigkeit einzusetzen. Aktive Fähigkeiten hängen davon ab, welche Waffe du hast. Momentan ist es ein Nahkampfangriff. Also nähere dich einem Feind so weit wie möglich und er steche ein. Ach so. Der lädt auf über meinem Kopf. Aha, ich gehe ran. Und drücke Leertaste. Zack. Und er steche den Gegner. Heftig. Ja, easy. Knight survived. 100. 6 Münzen. Wir haben 6 Münzen bekommen, aber durch die Gegner, ne? Nicht jetzt durch Bestehen der Welle. So. Wir bauen hier eine Hütte. Investiere dein Gold in den Bau von Häusern. Häusern erhöhen dein Einkommen. Cool. Fantastisch. Eine gute Wirtschaft ist der Schlüssel zum Erfolg. Jedes Haus, das die Nacht übersteht, bringt dir am Morgen etwas Gold ein. Du hast kein Gold mehr, also wird es Zeit, die nächste Nacht zu starten. Okay, cool. Kommen die nur von da? Ich wette, der Schwertangriff macht auch AOE, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich in die Reihen rennen sollte, will, wie auch immer. Oh ja, jeweils 1 Gold vom Haus. Cool. Eine große Armee nähert sich. Es wäre klug, zusätzliche Verteidigungsanlagen zu errichten. Okay, ein Turm. Für 3. Und da oben. Ah, da muss ich einmal hochreiten. Eine große Armee, heftig. Ja gut, aber die bringen ja auch viel Gold. Also, ihr merkt, das Game ist jetzt in der Optik so simpel wie in Bad North. Also, ich finde es sehr, sehr hübsch aber auch, muss man sagen. Also, ist jetzt auch überhaupt nicht negativ gemeint. Okay. Ja, ich steche die ab. Also ganz im Gegenteil, ich liebe es. Ja. Okay, so viel mehr Gold habe ich jetzt nicht bekommen. Okay, wir haben genug Gold, um das Burgzentrum aufzuwerten. Haben wir hier 7? Krass. Upgrade, königliches Training. Dann haben wir 75% mehr Leben, also unser Charakter, und mehr Angriffsschaden. Oder Baumeistergilde. Jeden Morgen wird ein
Level 1 Haus automatisch zu einem Level 2 Haus aufgewertet. Das machen wir. Super, solange du Level 1 Häuser besitzt, erhältst du jeden Tag ein Level 2 Haus kostenlos. Dies ist ein wirtschaftliches Upgrade, also stelle sicher, dass du genügend zusätzliche Verteidigung baust. Du hast jetzt kein Gold mehr, also starte die nächste Nacht, Digga. Geil. So, und jetzt halt die Frage, wie komplex wird noch das Ganze, ne? Ist jetzt das erste Level, ihr habt es eben im Menü gesehen, es gibt also so eine Art, ja, Map-Reihenfolge, oder dass man die quasi, wie nennt man das, dass man nach und nach sich so vorarbeitet. Hier, greift mich an. Oh, die folgen auch teilweise mir. Ja, ich kann die auch ablenken. Cool. Gut. Wir kriegen auch rechts oben immer Punkte. Von nun an liegt es an dir, wofür du dein Gold ausgeben möchtest. Versuche eine gute Balance zwischen Verteidigung und Wirtschaft zu halten. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eine Mühle zu bauen. Gibt uns 30 Leben. Und eine Münze. Und wir können Felder bauen. Die auch das Einkommen steigern. So, dann können wir Türme upgraden. Dann haben die einfach nur mehr Leben. Ah ne, und Angriffsschaden, der steht aber nicht. Dann können wir eine Kaserne bauen. Wähle einen Nahkampf-Einheitentyp. Cool. Können die Häuser upgraden. Und noch ein Haus. Okay, und was können wir hier auf dem Zugang bauen? Ein Stadttor. Dann, weil wir jetzt wirtschaftlich ganz gut dastehen, würde ich hier so eine Kaserne bauen. Oh, ich finde es auch sehr schön, das Spiel, habe ich schon gesagt. Ritter sind vielseitige Krieger und gut gegen Fernkampfangriffe gepanzert. Speerkämpfer sind schnelle und starke Einheiten. Sie fügen schnellen Gegnern extra Schaden zu und verlangsamen sie. Keine gute Wahl gegen Fernkampfeinheiten. Ja, wir machen Tanks, oder? Wir machen Tanks. Okay, die... Ach, die stehen jetzt hier, oder was? Okay. Und dann würde ich noch ein Haus bauen. Weil ich greedy bin. Oh. Um deine Einheiten zu befehligen. Halte die linke Steuerungstaste gedrückt, um nahegelegene Einheiten zu befehligen. Gehe zu deinem Zielort. Die ausgewählten Einheiten werden dir folgen. Drücke die linke Steuerungstaste erneut, um den Einheiten, die dir folgen, zu befehlen, dass sie anhalten und an dem Ort bleiben sollen. Okay. Aha. Ja, die sollen schon eher weiter hin, oder? Naja, erstmal wäre es jetzt eigentlich gut, wenn wir herausfinden, ob die respawnen, wenn die sterben. Deswegen tun wir die mal nach vorne. Ja. Okay, wir haben noch 3 Gold. Dann bauen wir eine Mühle. Und ein Feld. Okay, na gut, dann starten wir rein. Oh, die rennen auf die Gegner zu. Krass. Und die rasieren richtig rein. Die rasieren ja ultra rein. Aber der unten kriegt Damage. Ich würde halt super gern direkt Limits checken. Oh, da kommen jetzt 7 Bogenschützen. Also für mich jetzt halt interessant, können die sterben? Also sterben schon, aber dauerhaft, you know. Okay. Ein Feld gibt ein Gold, krass. Können wir noch ein Haus bauen? Ey, wir haben neue Slots. Noch ein Verteidigungsturm, noch ein Haus. Okay, wir machen... Okay, wir kriegen dann doppelt so viel Truppen, das ist heftig. Wie viel kostet das? 8, ne? Dann machen wir hier 8. Und dann bauen wir ein Haus. Ne, müssen wir noch nicht, weil jede Runde wird ja ein Haus geupgradet. Dann bauen wir lieber Felder. 2. Dann jetzt vielleicht noch ein Haus für das Maximum. Nö, wir müssen ja auch nicht alles ausgeben. So, das gibt gut Gold nächste Runde. Komm mal mit. Kann ich jetzt einfach starten und die folgen mir im, ja, im Kampf auch, ne?
Oh, die halten mehr aus. Oha. So, dann Angriff, Jungs. Es wäre geil, wenn ich hier oben die Bogenschützen irgendwie... Ach so, ich glaube, es waren gar keine Bogenschützen, sondern irgendwie gepanzerte Truppen, wa? Geht gut ab. So, jetzt kriege ich ultra viel Gold. Aber das ist so ein Bogensymbol, oder? Waren da Bogenschützen dabei? Hm, 19 Gold. Jetzt geht's ab, Mashallah. Okay, das Burgzentrum kann ich nicht weiter upgraden. Die Kaserne auch nicht mehr. Ja, dann machen wir das. Und das. Und das. Und einmal den. Oha. Ja, und Stadttor. Ist ja klar. Jetzt haben wir noch drei. Ja, dann noch zwei Felder. Ist ja klar. Heftig, oder? Okay, let's go. Ich lasse meine Truppen hin. Oha, doch, die schießen. Aber die sind auch besser gepanzert. Die schießen zurück, die Schweine. Diese dreckigen. Er deucht sie. Du heilst dich automatisch, wenn du nicht im Kampf bist. Okay. Okay, ja, rein ins Getümmel, Digga. Hallo, servus. Alter, ich lade aber lange auf hier mit meinem Erstechen. Ja, ist ja not even close. Also meine Leute, die rasieren hier überall rein. Oh, was kommt da? Vier Typen im Morgen... mit dem Streitkolben. Mit dem Abendstern. So. Turm. Hütte. Ich kann halt die Häuser upgraden. Ah, die letzte Nacht. Ja, gut. Ja, dann jetzt alles im Militär. Oder nicht? Ich kann bestimmt auch das Tor noch verbessern. Bereite ich auch einen starken Angriff vor. Ja, let's go. Ah, nee, kann ich nicht. Ja, dann noch der Turm. Das war's, ne? Ich könnte jetzt noch die Häuser upgraden, aber ist ja scheißegal, oder? Oder nehme ich das vielleicht mit in die nächste Map? Das Gold? Nee, oder? We try. Ich meine, wir haben mehr als genug Gold. Abfahrt. Okay, was halten die aus? Yo. Wir lassen die erstmal durchs Tor kommen. Und dann gibt es einen Ausfall. Aber jetzt ballern beide Türme und ich. Aber es ist interessant. Wir hatten nur einen... Oh, heilige Scheiße. Wir hatten nur eine Möglichkeit beim Burgzentrum, ne? Also wir mussten uns am Anfang entscheiden, ob wir halt auf wirklich Wirtschaft gehen oder unseren König krass boosten. Alter, wie die zerfetzt werden in Einzelteile. Nee, der kam jetzt aus der Kaserne nach. Der kam nach. Level 1. Ach, wir leveln. Das sind die Punkte oben rechts oder was? Königliche Münzanstalt. Dein Burgzentrum produziert Gold und dieses Einkommen steigt bei jedem Upgrade. Ah, und da sieht man mal anhand des Symbols wahrscheinlich, was man als nächstes freischaltet. Jetzt irgendein Turm. Arkane Türme. Deine Türme haben eine viel größere Reichweite und ihre Geschosse fügen Feinden erheblich mehr Schaden zu. So, jetzt Speere. Okay, weiter. Ja, nice. So, jetzt haben wir erst Level fertig. Und da konnten wir eine Krone bekommen. Ist wahrscheinlich so, wie heftig wir dieses Level collected haben, ne? Wie weit geht das hier? Okay. Also wir spielen die Demo. Das Spiel kommt in Q3 raus. Das ist jetzt. Ah, man sieht auch Highscore von Freunden. Cool. So, das heißt, wir können jetzt hier ein Perk auswählen. Ah ja, 0 von 1. Ja, dann Kohle, oder? Soll ich mal so ein Mutatoren-Digger reinballern? Gegner haben deutlich mehr Lebenspunkte, aber du erhältst mehr Punkte und XP. Ja, das ist, wenn ich mein Profil schnell leveln will, ne? Ach, und rechts sind ja auch die Quests. Erringe einen Sieg ohne Bogenschützen.
Und mit dem Mutatoren soll ich einen Sieg erringen. Okay, krass. Aber was bringen mir die Kronen? Wahrscheinlich einfach so Achievement-mäßig, oder? Na gut, dann würde ich sagen, schalten wir das hier frei. Oder nehmen wir diesen Perk mit, dann generieren wir mehr Gold. Abfahrt. Durch unser Burgzentrum. Das klingt gut. So, erstmal die Map angucken. Okay, von hier unten kommen die Gegner. Diesmal haben die nicht so einen Slalomaufgang. Diesmal ist der Weg sehr direkt. Und hier oben? Oh, von da können auch welche kommen, oder? Weil da wird es dann, glaube ich, interessant bei dem Spiel. Das war jetzt sehr eindimensional. Aber war natürlich auch die erste Mission eine Art Tutorial. So. Okay, Haus. Ich glaube, es wäre cool, könnte man sehen, was da gebaut werden kann. Da muss man nicht erst alle abreiten. Aber ja, wir bauen auf jeden Fall ein Haus. Und zwei sogar. So, und dann starten wir rein. Weil das sollte ich ja easy alleine schaffen. Oh, okay, die halten deutlich mehr aus. Ja, schaffe ich trotzdem. Ja, ich bin so ein mongolischer König. Oh, der hat drei Münzen hinterlassen. Krass. Oh ja, eine Münze kriege ich. Cool. So. Ja, jetzt kommen die von oben, nämlich. 8 Stück von denen. Könnte ich auch schaffen. Könnte ich auch allein schaffen. Wir können keine Kaserne bauen, Digga. Na gut. Können wir das erst, wenn wir das Ding hier leveln? Wahrscheinlich, ne? Ja, schalte mir Bauoptionen frei. Dann machen wir das. 7 hier rein und ein Haus. So, diesmal vielleicht den Charakter buffen. Wobei, ich habe das Gefühl, Wirtschaft eh beste. Oder? Ja. Oh mein Gott, wir können es nochmal upgraden jetzt. Kaserne. Turm. Haus. Irgendwas Neues? Bogenschützenplatz. Jetzt wird's spicy. Mashallah. Ja, schaffe ich trotzdem alles allein. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich meine, es hat ja auch ein bisschen Leben und schießt auch. Ja. Guck. Ja, ja, ja. Ist worth. Weil ich kriege jetzt sehr viel Geld. Guck. Zack, Junge. Okay. Dann würde ich sagen, ey, ich kann noch mehr bauen. Okay, Palisaden of Doom. Now we are modern talking, Alter. Was kommen da oben? Insekten? Ist es ein Insekt? okay, ja. Ich würde sagen, Nahkämpfer. Ja, wobei, wir haben 8. Wir haben 10. Ja, wir bauen auf jeden Fall sowas jetzt. Und wir nehmen Speerkämpfer diesmal. Einfach mal, um auch auszuprobieren. Und dann würde ich noch die Mühle bauen. Und für 3 vielleicht einen Turm. Hier den zentraleren. So. Okay. So, was sind das für Viecher da oben? Yo, das ist wirklich irgendeine eklige Scheiße. Die sind halt sehr schnell. Gut, dass ich Speerkämpfer habe. Die slowen die, guck. Geil. Und die ignorieren irgendwie auch die Speerkämpfer. Was? Okay, gutes Learning, I guess. What? Die killen einfach Gebäude. Ja, aber die Mühle ist ja außerhalb. Okay, aber das gibt ein neues taktisches Element. Heilen die sich? Ja, gut. Okay. Da unten kommen jetzt... Okay, da auch, da auch. Jutti! Oh, Mühle wieder da. Aber... Gedamaged? Das ist jetzt so ein rotes Kreuz. Alter, das Game ist ja insane. Warte mal. Okay, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir Häuser weiter ballern. Weil Eco.
Wie viel hält denn so ein Turm aus? Komm, kommt ihr mal mit, bitte. Hier geht auch eine Mühle. Hä, aber ist ja übel außerhalb. Dann kriegt ihr auch aufs Mull. Ja, aber die muss man dann verteidigen für Income. Ja, vielleicht... Oh Mann, man kann ja auch im unteren Bereich keinen Turm hinbauen, ne? Also der eine Turm, der ist halt dafür da, die Mühle zu verteidigen. Dann sollte ich den vielleicht bauen, weil... Ist ja auch erstes Target für die Gegner da unten. Ne? Okay, dann baue ich jetzt mal Felder. Und upgrade die Mühle. Weil ich ein cheeky Bastard bin. So, rein damit. Okay, die rennen direkt nach unten. Na gut, dann folge ich. Ja doch, das sind die Bogenschützen, right, ja. Okay, ihr macht die weg, super. Was geht hier? Zack, tot. Schön. Der Turm da oben macht die alleine. Das sind andere Bogenschützen, oder? Die... Oder ist der Turm so stark? Der Turm ist einfach ultra stark. Stärker als ich. Junge, die Speerkämpfer, die rasieren ja richtig rein. Aber sterben auch. Zwei sind tot. Aber die respawnen. Und werden full life. Aber sind halt lange nicht so tanky. Ja. Da unten kommen jetzt 15 so eine Insekten. Okay. Dann bauen wir mal die. Bogenschützen. Oh. Langbogenschützen. Verfügen über eine sehr hohe Reichweite, sind aber ziemlich fragil. Hervorragende Wahl, wenn man es schafft, sie im sicheren Abstand zu halten. Auf der Map, glaube ich, schwierig. Geringe Reichweite, aber höherer Schaden. Gepanzert gegen Fernkampfangriffe, Bonusschaden gegen Fernkampfeinheiten. Nicht so effektiv gegen fliegende Gegner. Pass auf, wir nehmen die Langbogenschützen, einfach weil ich ein Bogenschütze bin. Und positionieren die hinter der Mühle. Und ihr defft hier diese Flussdingens. Achso, warte mal, die kommen jetzt nur von unten. Nur von unten. Ja, dann müsst ihr auch die Mühle verteidigen, ist ja klar. So. Aber ich kann denen jetzt nicht sagen, Position halten irgendwie, ne? Ja, na gut. Wir ballern jetzt richtig Eco, weil ich glaube, die Viecher da können nichts. Aber wir machen das nicht bei der Mühle. Erstmal alles, was sicher ist, upgraden, glaube ich. So, jetzt Eco bei der Mühle ballern. Das gibt so Geld, wenn wir das überleben. Und dann der Turm, weil hier kommen die jetzt. So. Und dann nochmal der Turm hier. Komm mal, ist doch super. Und jetzt rein damit. Okay, das sind andere Insekten, I guess. Ich muss die blocken. Bodyblock. Aber das Geile ist, die Speerkämpfer slowen die. Der ist ja gar nicht gut. Sehr gut. Und jetzt kriege ich über viel Gold, weil ich sehr viel Eco geballert habe. Ist sehr satisfying, wenn man so eine Wave überlebt. 40! Da kommen 40 Gegner. Was ist das denn? Okay. Gut, dann bauen wir oben jetzt eine Mühle, oder? Oder wir upgraden jetzt mal unser Burgzentrum. Ja, das machen wir. Reicht das? Kommandant! Einheiten bewegen sich schneller, während du sie befehligst. Du hast eine Heilungsaura, die verbündete Einheiten in der Nähe heilt. Oh, das wäre krass in Kombination mit den Rittern. Höherer Gesamtschaden für deinen Charakter. Gut, das war jetzt nicht so Wolf. Da hätte ich lieber mehr Eco geballert. Oder hier die Kasernen aufgewertet. Ne? Na Juti. Dann bauen wir hier noch ein Haus, wa? Ah, da oben können wir noch ein Haus bauen. Ja. Okay, keine Ahnung, ob wir das jetzt schaffen. Müssen wir mal schauen.
Wenn wäre krass, weil dann haben wir jetzt schon. Also Heilungsaura kommt halt auch drauf an, wie stark die jetzt ist, ne? Achso, warte mal. Also die Bogenschützen. Die kommen ja alle auf die Mühle. Die normalen Gegner. So, warte, wie kriege ich denn jetzt die Speerkämpfer? So. So. Also die Gegnertypen eben. Die waren ja straight up ins Face aufs Hauptgebäude. Während die normalen Soldaten hier auf die Mühle gegangen sind. Warum haben wir nur 3 Bogenschützen? Das müssen noch 4 sein. Wo ist denn der 4.? Ist der gestorben und nicht respawned? Hä, ich muss noch. Ach, da oben, Junge, bist du dumm? Ich hab den eingebaut. What? Okay, nee. Also ja, aber er war auch einfach ein bisschen dumm. Okay, let's go. So, ihr folgt mir. Siehst du, man kann irgendwie nicht sagen, Position halten. Das ist ein bisschen doof. Der Bogenschütze ist schon tot. Krass. Ihr kommt bitte nach hinten. Ja, 40 ist heftig, aber ich heile die auch. Ja. Oh, läuft, oder? Oh, ich sterbe ja. Oh mein Gott. Die haben mich übel weggesprayt. Krass. Aber man kann aber die Pfeile irgendwie outrunnen. Oh, die spawnen sogar während einer Runde nach. Auch interessant. So, das gab jetzt richtig Cash, Digi. Okay. So, was kommt jetzt? Die kommen jetzt von links. Die Schweine. Okay, das sind die schnellen Gegner. Das heißt... Oh, ich kann nochmal einen Bogen schießen. Alter, was? Das ist ja heftig. Noch ein, noch 2. Okay, pass auf. Ja, da macht es ja erst Sinn. Achso, mehr Einheiten und schnellerer Nachschub. Ich wollte gerade sagen, weil ich meine, die Gebäude aufzuwerten, um doppelt so viel Units zu bekommen oder nochmal 4, kostet 8. Während ich ja einfach so eine neue Kaserne bauen könnte. Die kostet dann nur 4. Aber der Nachschub, der Truppennachschub, der ist ja interessant. Ich kann die Mühle auch nochmal upgraden. Die gibt dann sogar 8 Gold. Okay, das machen wir. Keine neuen Felder, okay. Turm kann ich auch nochmal upgraden. Oh, noch einige Male. Nee, wähle die endgültige Form dieses Turms. Crazy. Okay, wir machen jetzt erstmal das. Und das. Ich kann die nochmal up... What? Heftig. Wir machen jetzt aber erstmal eine Mühle nochmal. Ja, wahrscheinlich möglichst nah am Spawn, oder? Auch damit die Türme und so das mitdeffen können. So, ich brauche ja auch Geld. So ist ja nisch, ne? So, okay. Ja, also ich muss sagen, mit der Heilaura wäre ich natürlich lieber auf die Ritter gegangen. Aber so ist das. So, dann let's go. Ihr folgt mir. Nee, ihr folgt mir ja nicht, weil ich habe eine Heilaura. Scheiße. Oh, Fliegende. Hierhin. Können die Fliegende angreifen? Gute Frage. Digga, was sind das für Gegner? Ich dachte, wir sind hier im Mittelalter. Auf Ehre. Die machen einfach meine... Junge, die ignorieren Truppen. Die haben 2 Felder kaputt gemacht. Diese Schweine. 30... Und da oben gibt es jetzt wieder einen Insekten-Roboter-Angriff. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Gut, also die zerstören die Gebäude und die sind dann für eine Runde off, so scheint es mir. Aber sind jetzt, also ich muss sie nicht neu bauen. So, pass mal auf.
Dann würde ich jetzt Massagen. Auf jeden Fall noch ein Haus. So. Dann würde ich sagen, gehen wir hier auf die Ritter. Die Village. Oh, jetzt können wir hier noch was bauen. Turm. Oh. Ja, dann gehen die erstmal hier drauf. Bevor die... Oh! Bevor die auf die Mühle gehen, oder? I don't know. Oh. Oh. Ist es dann hier auch so? Nee. Okay. Okay. Ich überlege. Also wir können jetzt die ganze Burg bauen, also die Palisaden. Bringt uns aber, glaube ich, nicht viel. Oder wir gehen jetzt noch so gut es geht auf Echo. Das Gebäude wird wahrscheinlich sterben. Einfach weil hier übel viel Insektoiden und sonst was kommt. Ja, wobei, wenn ich es upgrade, bekommt es mehr Leben. 50. Kann ich sonst noch irgendwo Wirtschaft bauen? Nee, ne? Doch hier ging auch noch eine Mühle. Die könnte ich, glaube ich, easy defen gegen die 30 Noobs da unten. Ja. Dann machen wir das. So. Und wir bauen hier nochmal mehr. So, ihr solltet alleine gegen die klarkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Oder gegen 30? Ja, schon, oder? So, dann hier meine lieben Bogenschützen. Ihr müsst dafür sorgen, dass diese Insektenviecher, die ja auch Truppen übrigens ignorieren, komplett hops genommen werden, bevor die ankommen. Das heißt, wir stellen die richtig offensiv rein. Weil die greifen ja auch keine Truppen an, so wie ich das beobachtet habe. So. Ihr Spawn killt die. Und dann verfrachte ich die runter. Das ist mein Plan. Und jetzt könnte ich noch irgendwie Türme bauen. Oder Mühle upgraden. Komm, ich spekuliere jetzt darauf, dass wir das hier gedeft kriegen. So. Und dann jetzt noch ein Turm. Let's go. Guck mal. Schön. Ja. Die werden halt wirklich gespawnt killt. Es tut mir auch ein bisschen leid. Vielleicht kommt von links Gegner. Da habe ich gar nicht geguckt. Nee. Die Ritter rasieren übel rein. Ich heile die nochmal. Heilaura. Ja, jetzt gehen die halt gar nicht tot. Ja, geil. Geht übel auf meinen Plan. Oder? Was geht da oben? Jo. Ja, ciao. Gehen die jetzt runter automatisch? Nee, ne? Oh, da ist aber ein Speerkämpfer gestorben. Zack. Das war geil, Digga. Ich find's auch gut, dass die... Alter, wie viel... Oh mein Gott, ich krieg 50 Tacken die Round. Okay, es kommt von allen Seiten Viecher, die Gebäude zerstören. Uiuiuiuiui. Okay. 4 gegen die 5. Und hier kommen auch 4 Bogenschützen hin. Das sollte reichen. So. Dann der zweite Trupp quasi. Oh, ich habe immer... Ich vergesse immer, Steuerung gedrückt zu halten. Auf die anderen 5. So, das sollte auch reichen. Dann 4 Bogenschützen mit Turm auf die 5. Sollte eigentlich auch reichen. Und dann haben wir die hier. Ach du Scheiße, da unten kommen übelste Endbosse. Okay, dann gehen die auf die. Huiuiuiui. Ja, gut. Ah, hier können wir aber auch dann noch was auf die Mauer setzen. Wir können die Mauern auch upgraden. Schon heftig. Ja, dann würde ich in die Mauer einen Turm bauen und den mal richtig heftig upgraden. Eisenplatten. Dieser Turm wird zu einer gepanzerten Festung, die nicht leicht zu bezwingen ist.
Balliste. Dieser Turm hat eine erhöhte Reichweite. Er verschießt sehr starke Geschosse mit einer niedrigen Feuerrate. Fokussiert Belagerungsmaschinen und andere große Feinde. Jo, da soll man die Bosse jetzt da rankommen. Die Bosse, ey, als ob da jetzt so Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß kommen. dann würde ich wahrscheinlich einfach sagen, upgraden wir nochmal den Bums. Wahrscheinlich erstmal alles einmal haben, oder? Mich nervt, dass sie jetzt von überall kommen, weil dann kriegen wir vielleicht nicht alle Mühlen gedefft. Oh, die scheinen jetzt auch stärker zu sein, oder? Okay, also die sollten, glaube ich, klarkommen gegen 5. Die hier gegen 10. Eigentlich auch. Ja, dann packen wir die 4 noch zu den 5 da rechts. Oh, da konnte ich jetzt noch einen Turm bauen. Okay, ich glaube, wir können hier unsere Festungsanlage richtig heftig, ne, errichten. Wir machen das einfach mal. Was hier jetzt? Ach so. Ja, machen wir auch. Komm. Ah, da fehlt uns eine Mark. Na gut. Dann noch ein Turm. Na, ungerichtet. Können dann auch Truppen auf die Mauern? Das wäre heftig, oder? Okay, wo helfe ich? Ich muss irgendwie gucken, wie es verläuft. Und dann... Ich glaube, vielleicht hier oben die Bürsten, dass das irgendwie... Ach, das sind die Fliegenden. Ja, dann kommt ihr mal mit. So, da unten ist nämlich, glaube ich, das Gröbste, ne? Wobei der Ballistentower wahrscheinlich alles zerstört, was... Yo, der shootet die einfach Half-Life. Krass. Okay, das sieht gut aus. Oh, unten links sieht nicht gut aus, oder? Ach, weil das nur Nahkämpfer sind. Aha. Nö, doch. Irgendwie lief's. Okay. Jetzt kommen die immer von überall. What the fuck? Huh. Okay. Ein Feld wurde zerstört. Ja, aber das geht ja. Oder? Ja, das geht. 55. Also das ist jetzt schon deutlich komplexer als die erste Map, ne? Ich könnte die Mühle upgraden. Ich habe aber das Gefühl, ich muss krass jetzt in Militär ballern. Turm. Ne, von hier links kommt nichts. Okay, die kommen nur von rechts. Das ist geil. Das gefällt mir. So, Bogenschützen. Schön hier versammeln. So, das sind auch keine Truppen, die dumm durchrennen. So, Sperrkämpfertrupp hier oben. Richtig heftig die Mühle verteidigen. Ihr seid geil. Ihr seid geile Jungs. So. So, dann... Ja, die Ritter müssen hier unrasieren. Da gebe ich denen nochmal ein bisschen mehr Wumms. Wo spawnen die denn? Da. Ja, hier ist halt auch gefährlich, ne? Ich muss die aufteilen. So. Okay. Wie machen wir das? Ich will jetzt auch ein bisschen mehr Eco ballern, weil nicht, dass wir so starven, you know. Das ist ein bisschen viel, was da steht, oder? Hier, ihr zwei kommen noch hier hoch. Und dann upgraden wir einfach den Turm da oben. Aber der Ballistenturm ist gar nicht so geil. Ich hatte die anderen noch nicht freigeschaltet. Also man sieht, da gibt es noch mehr. Aber weder der gepanzerte noch der Ballistenturm ist jetzt gut gegen Masse, you know. Dann werten wir einfach den Bogenschützenplatz auf. Sind hier nochmal ein paar mehr Bogenschützen gespawnt. Und dann werten wir jetzt nochmal diese Mühle hier auf. Diese Nüsschen. Machen die Felder. So. Und dann... 4, 8, 12, 15. Habe ich nicht. Hier noch ein Turm. Ich kann da wirklich... An jeder Ecke kann man einen Turm bauen.
Ja, komm. So. Dann nochmal hier einen Turm. Okay, let's fetch. Ich bin gespannt, wie die sich hier oben schlagen. Also, Spawn-Gekill ist schon sehr geil. Wie läuft's hier unten? Bei den Riddern? Okay, die Spawn-Cammen die auch komplett durch. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Guck mal, die spawnen auch nach. Rennen schon hin. Oh, das sieht aber jetzt hier weniger gut aus, oder? Wann spawnt denn der Boss? Also diese dicken Boys. Oh, die Ritter sind alle down. Okay, komm aber nach. Da ist jetzt ein Boss. Jo, die spawnen überall. Okay, der Tower fokust die aber auch. Tot. Geil. So, hier oben ist der auch tot. Hier ist der ein Problem. Ja, greif mich an. Schön. Okay. Da ist übrigens auch eine Leiste über der Kaserne immer. Die anzeigt, wann gerespawnt wird. So. 50 Bogen... What? 50 Bogenschützen. Und 30, die... Sind es die Fliegenden? Ich glaube. Okay, aber nur da unten. Ja, dann Abfahrt. Alle ran. Ich habe mittlerweile echt viele Truppen. Das ist geil. Das hätte ich dem Trailer... Also das hätte ich nicht erwartet. Im Trailer gab es nicht so krass viele Truppen, die man selber hatte. Also, und das hier die zweite Mission. Das ist schon ordentlich. So. Ihr kommt nach ganz vorn, ist ja klar. Lasst ihr mal durch. Na, wahrscheinlich ziehe ich alle ein bisschen zurück, dass die Türme auch ballern können, weil... Ja, die haben eben brutal gespawncampt. Aber... Actually gar nicht so gut. Weil die gar keinen Support von den Türmen bekommen haben. Das heißt, wir gehen hier alle rein, Leute. So. Okay, dann das einfach mal, weil wir es dann haben. Oh, und da können wir da jetzt auch überall ja noch Türme bauen, ne? An jeder Ecke, oder? Nee, okay. Nicht an jeder Ecke. Gut, dann würde ich das upgraden. Ja. Okay. Machen wir das. Haben wir noch mehr Truppen? Schöne Bogenschützen. Die kommen hier rein. In den Kasten. So. Was haben wir hier? Noch ein Haus? Ja, oh, noch eins. Ja, easy, Junge. Hier gibt es noch eine kleine Siedlung. Geil. Kein Bauplatz übersehen. So. Soll ich mal hier sowas verstärken? Also wir haben jetzt Eco gemaxt. Jetzt geht es halt eigentlich nur darum... Komm, ich mache das Tor. Ach so, okay. Dann ist das alles. Verstehe. Ja, I mean, wir haben ja nichts anderes zu tun, oder? Wir upgraden die Türme. Das machen wir. So. Und dann? Den Turm nochmal upgraden? Aber eigentlich... Ich glaube, wir machen es lieber so. Und so. Und so. Okay. Let's go. Ich bin gespannt. Okay, es sind nicht die Fliegenden. Junge, Ausfall. Oha, aber die Bogenschützen. Die sind scheiße. Oh, die haben auch echt viele Bogenschützen. Zugriff. Rein. Schön. Schön. Keine Chance. Meine Verteidigung ist zu mächtig. Bin ich early. Geil. Hier kann ich nicht mal mehr hin. Ja, krass. Und dann mit meiner Heilaura ist eh over, ne? So, was kommt jetzt? 5. Das war... Hä? Sind es irgendwie neue Gegner, die ich von der Symbolik her nicht erkenne?
Okay, kommen alle mit. Dann kriegen die 5 da jetzt komplett ins Maul. Hä, ist das ein Bug? Wer sind die? Was ist das? Was wollen die 5? Hä? Okay, dann upgraden wir den Turm auf Bosskiller-Maschine. Ich habe gerade ein bisschen Schiss. Warum? Was wollen die 5? Weird. Das ist gemaxt, alles gemaxt, 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 gemaxt. Das hier noch? Nee, aber das hier. Ja. Junge, wir schwimmen in Mane. Ist doch geil. So. Hier nochmal an die Front. Ja, und I mean, jetzt kann ich halt alles andere noch upgraden, aber können den hier nochmal machen. Soll ich die mal zu dieser Festung upgraden? Weil da steht ja nicht mal, dass die jetzt irgendwie stärker werden im Schaden, sondern es ist nur mehr Panzerung. Hm. Na gut, let's go. 5. Hä, ist legit ein Bug, oder? Ende. Oh, scheiße. Oh, shit. Okay. Okay. Das wird jetzt lustig. Ja, dann, ja. Dann würde ich sagen, upgraden wir mal alle Türme. Wir haben ja gespart. Können wir irgendwas hier noch? Oh, weia. Katapulte. Ist jetzt auch ein fieser Mix an Gegnern, wie ich finde. Hier geht nur ein Turm. So. Das wird eine Festung. Der soakt die Enemies. Ja. So. Also frontal kommt die meiste Scheiße. So. Jetzt an jeder Flanke, der ist schon. Top. Gut, gut, gut. Ja, krass. Sollte ich einfach alles so stehen lassen? Nee, ne? Okay, ich mach die äußeren nochmal heftig. Aber auf Festung. So. Der hier ist ja auch, ja, Dann der noch. Okay. Also folgendes. Die Ritter kommen hier rein. Was ich noch gut fände, ist, wenn man quasi so Hotkey hat für alle Schwertkämpfer anwählen. Alle Bogenschützen anwählen. Weil ich kann die teilweise auch nicht auseinanderhalten. Also die Schwertkämpfer, ja, schon. Also beim genaueren Hingucken schon. Aber ist nicht einfach. So. Pass mal auf. Zum Beispiel, warum sind die Lanzenträger alle in der Burg? Das ist ja dumm. Also. 5 hierhin. Oder wir lassen die Mühle einfach fallen. Ist es die letzte Wave? Woran sehe ich das denn? Wurde mir bestimmt angezeigt. Weil dann könnte ich auf die äußeren Sachen einfach scheißen und alles in die Mauern platzieren, wisst ihr? Okay, also die 15 Fliegenden. Die wäre, also wäre cool, könnte man die schnell erledigen. So, das machen wir hier. Ja, und der Rest? Hier sind 5 Fliegende, die sind scheißegal. Ja, warte mal, die kann man doch dann gruppiert von hier wegknallen, oder? I guess, ja. Ne, so. Das ist super, dann haben wir die linke Flanke fertig. So, rechts. Ja, ihr müsst irgendwie dafür sorgen, dass die nicht, ne? So. Und die Schwertkämpfer, ja, die müssen die Mitte halten. Und gehen dann automatisch raus, sobald die Gegner halbwegs nah sind. Junge, 7 Bosse, 7 von den Abendstern-Rittern. Okay, let's go. Ich achte, dass die hier schnell durch sind. Nein, 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 nein. Aha, die denken, die kommen delayed und sind schlau.
Ah, das ist scheiße. Okay, warte. Ja, dann machen wir so. Hallo, die greifen nicht an, wenn die mir folgen. Okay. Was geht da oben? Ah, jetzt kommen die Fliegenden. Okay, die kommen alle peu à peu. Ich dachte, die kommen alle auf einmal. Okay, da reichen tatsächlich die Türme. Also da oben. Weil die one-shotten die, oder? Ja. So, kommt mal mit. Zügig, zügig, zügig. Da unten wird übel gerasselt. Okay, das ist in Ordnung. Aber zu weit vorne ist mir das. So, da ist jetzt ein Katapult. Der macht gut Schaden gegen die Türme. So, ich will mal alle heilen. Gut, jetzt ploppen die. Ich glaube, links ist vorbei. Das war's. Das heißt, die ziehen wir jetzt schön rüber. Oh, da oben geht's ja gar nicht gut. Ach, das sind die Fliegenden, die jetzt rübergehen. Okay, ich versuche die Truppen ein bisschen gegenzuheilen. Aber das sieht gar nicht gut aus. Wo sind meine Schwertkämpfer? Die brauche ich jetzt aus der Mitte. Eieieiei. Ja, die sind langsam leider, die Schwertkämpfer, ne? Oh, oh, oh. Minimap wäre auch geil. Aber macht es dann auch leichter, ne? Haben wir? Haben wir? Okay, alles in die Mitte. Ich glaube, letzter großer Angriff in der Mitte kommt jetzt. Da kommen die Ritter. Das sind natürlich, die sind jetzt sehr spät zur Party. Zur Party? Zur Party. Und ich sag konkret. Ja, die Ritter sind wirklich sehr langsam. Hm. I see. Na gut. Das war nicht die letzte Wave. Ach du Scheiße. Doch, okay. Leichter Speer. Passiv. Schnelle Nahkampfangriffe verursacht zusätzlichen Schaden gegen alle sich schnell bewegenden Gegnertypen und verlangsamt sie für einige Sekunden. Wirksam gegen schnelle Gegner. Ach, für uns. Für den Ritter. Aktiv. Heilt dich und erhöht dein Angriffstempo für einen kurzen Moment erheblich. Wenn du die Fähigkeit aktivierst, während du unter 30% deiner maximalen Gesundheit bist, hält der Effekt länger. Okay. Geil. Rüstung. Die kriegen wir auch noch, oder? Schwere Rüstung. Du hast eine sehr große Menge an Gesundheit, aber nachts ist dein Pferd etwas langsamer. Okay. Den kriegen wir nicht ganz, oder? Doch. Morgensterne. Du hast dauerhaft einen neuen Upgrade-Pfad für deine Nahkampfeinheiten freigeschaltet. Einheiten mit Morgenstern können alle Feinde in ihrer Nähe mit einem einzigen kräftigen Schlag angreifen. Okay. Krass. Krass, krass, krass. Get the full game to unlock this level. Okay, aber beim Full Game sind jetzt dann nicht nur zwei weitere Level da, oder? Das wäre ja ein bisschen wenig. Dann ist man ja in 2 Stunden durch. Ja, wobei, wenn man jetzt hier Full Achievement gehen will und so. Ich glaube, es ist nur... Also, ich hoffe nicht, aber... Ich glaube, es ist nur so eine Andeutung, oder? I don't know. Vielleicht sind sie auch voll transparent und zeigen jetzt schon in der Demo... Ja, und dann muss man gucken. Ich denke, wenn das Game... Es wird wahrscheinlich jetzt nicht 30 Euro kosten. Ja, sag ich mal. Aber allein, was man jetzt hier auswählen konnte, alles... Also das ist schon noch viel Inhalt. Allein ja, wie heftig wir leveln und so. Hm. Naja, das war die Demo von Thronefall. Wishlistet auf jeden Fall dieses Game, wenn es euch gefällt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also mir gefällt es mega. Hat super viel Spaß gemacht. Mucke klatscht auch. Ja, und ansonsten habt noch einen schönen Tag. Ich verabschiede mich. Schaut bei der Kanalmitgliedschaft vorbei. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut gern bei Eintracht Spandau vorbei. Wir sind immer noch Tabellenführer, hoffentlich, wenn das Video released. Und rasieren und gehen gerade für die Meisterschaft.
Vielen Dank für euren ganzen Support. Tschüssi.